Willkommen zu einer weiteren Folge Pioneers of Olivetown. Ja, wisch dir den Schweiß ab, reck die Hände nach oben. Nee, das macht er mit dem Hammer nicht. Zuerst einmal muss ich Blumen gießen, also meine Pflanzen gießen. Wenn es nicht regnet. Nein, es regnet leider nicht. Und dann zeige ich euch, wie man das Spielzeug benutzt bei den Haustieren. Ich habe da einen Kommentar bekommen, danke dafür nochmal. Oh, was nun? Danke, dass du gekommen bist, Casual. Ich wollte eigentlich nur zu Clemens laufen. Aber okay. Während meines tausendjährigen Schlafes hat mein Körper die Form eines Kindes angenommen. Ich bin der Geist dieser Quelle. Vor langer Zeit segneten viele Geister dieses Land. Aber sie scheinen nicht mehr hier zu sein. Vielleicht schlafen sie noch. Die Stimmen der Erdgnome haben mich aus meinem Schlaf erweckt. Und ihr alle seid ohne Probleme wieder aufgetaucht. Das sind wir. Casual hat uns aufgeweckt. Ich habe hier anscheinend irgendwie alle aufgeweckt. Der Hof von Casual gibt uns ganz viel Energie. Da wäre auch ganz viel Arbeit übrigens. Wenn die wollen, können die gerne meine Pflanzen gießen. Dank deiner Mühen können die Erdgnome ausgelassen toben und spielen. Du hast dich gut um sie gekümmert und dafür schulde ich dir meinen Dank. Ich hoffe, dass du sie auch weiterhin umsorgst. Ja, sicher. Das mache ich doch gerne. Das geht ja auch zum Glück automatisch. Zum Schreien müsste ich auch mal wieder. Aber jetzt will ich erst mal gucken, was Clemens denn haben will. Für eine bessere Gießkanne. Moin Clemens. Zeig doch mal her. Für eine Gießkanne braucht der 20.000 Münzen. Irgendwie ein hartes Holz und 10. Ne, da bin ich gar nicht. Braucht aber auch 20.000 Münzen und 10. 10 Goldbarren. Oh. 20.000 Holz. 20.000 Münzen. 10 Goldbarren. Ei, caramba. So, dann schauen wir doch mal hier nach. Vielleicht kriege ich ja ein paar Münzen durch ein paar Belohnungen. Ist hier auch mal zu holen. Halt. Oh ja, Regenbogenarchitekt. Steigere, okay. Ja, eine Münze. Eine goldene Münze. Ja, ist zumindest schon mal ein Anfang. Hier brauche ich erstmal gar nicht gucken, weil die Materialien habe ich im Moment eh nicht. Und ich habe eh was anderes vor. Ach komm, wir reden einfach mal. Bei allem, was Olivigen neu gebaut oder erweitert wird, habe ich meine Finger im Spiel. Ist mir echt immer eine Ehre. Ja, das ist doch schön. Ja, eine Freude, mit dir zu reden. Okay, lass mal schauen, ob ich irgendwas ausgeben kann. Ich habe 43 Punkte. Freundschaft mit dem Feldgnom, Freundschaft mit dem Anglergnom, Fliegergnom. Füge dem Tierland den kleinen Wolf hinzu. Ein Prachtpferd, ne, das brauche ich alles nicht. Also was ich wirklich... Damit kannst du in den Blutwindgarten. Okay, das ist immer so ein Garten, Blutgarten. Bunt. Nicht Blütengarten, Windgarten, nicht Blutgarten, um Gottes Willen. Raureifgarten. Ermöglicht die Freundschaft mit einem Feldgnom. Ja, komm. Dann holen wir uns das alles mal. So, dann haben wir das schon mal alles. Sehr schön. Ich könnte nicht im Museum vorbeischauen, weil ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Okay. Dann hätte ich den Beutel mal aufmachen lassen können. Aber nö. So nicht. Ich brauche Geld. Ja, muss ich das alles so gießen. Ich muss das jetzt machen. Denn, wenn der Tag rum ist, ich habe das nicht gegossen, verliere ich einen Tag. Das ist nicht so gut. Die Muscheln haue ich jetzt mal weg. Aber ich muss mir... Nee, komm, ich muss damit was zu essen machen. Die Münzen können weg. Genau. Bam, bam. Sind leider nur 1,6. Was sind das? Rosensamen. Ist schön. Die kann ich doch hier hinpflanzen. So, kriegen wir ein bisschen Rosen. Warte mal. Nee, ich muss erstmal das Muschelzeug machen. Und dann reicht es vielleicht zum Gießen mit Energie. Und dann muss ich heute wirklich zeitig ins Bett. Dip. So, komm her. Muschelsuppe. Bam, 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 bam. Was geht denn nur mit der? Mit der anderen geht das ja gar nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist doch voll blöd. Auch Muscheln. Na toll. Braucht man dafür Milch und Zucker.
Ich hätte mal die ganzen Zuckerrohre nicht wegschmeißen sollen. Okay, ist aber passiert. Gut. Achso, warte mal, ich wollte euch ja was zeigen. So, dann hole ich mal meine Leine raus. So, nimm mal eine Katze mal eine Leine. Der Schnutzler, komm mal mit. Fein. Und das habe ich auch erst jetzt mitgekriegt. Jetzt kann man sie die ganze Zeit mit sich laufen lassen und kann währenddessen aber auch andere Werkzeuge benutzen. Hätte ich das vorgewusst, hätte ich sie doch mal mitgenommen. Auf meinen Reisen. Komm mit. Ach, da ist sie. Manchmal kriegt die Kurve nicht so richtig, ne? Habe ich die Tiere rausgelassen heute? Uiuiuiui. Hallo. Ach, da kommt Schnutzler nicht mit rein. Okay. Ja. Heute ist alles ein bisschen Kuddelmuddel hier, ich weiß auch nicht. So. Alle rauskommen. Direkt vor Schnutzler. Okay, dann die Kühe rausholen. Ich sage immer Kühe. Da ist eine Kuh, da ist ein Schaf, da ist ein... Oh, hier, das nehmen wir mit. Sehr gut. Aber ich werde jetzt nicht noch mehr mitnehmen können, ne? Und da, das bringt auch irgendwas bei Schnutzler. Also wenn ich hier irgendwas mache, freut sich Schnutzler. Steigert das bei Schnutzler irgendwas? Das sieht aus hier, du. Mann. Irgendein Irrer hat hier ganz viele Tomaten ausgesät. Okay. Boah, ich muss irgendwas loswerden. Was kann ich da mal loswerden? Den ganzen Eisentüdel hier. So, da habe ich wieder ein bisschen Platz. Das kommt auch da rein, obwohl es da gar nicht so richtig reingehört. So. Farben. Jo. Sehr gut. So, nun zeige ich euch das mal mit dem Spielzeug. Da ist es. So, nur wenn ihr die Katze oder den Hund an der Leine habt oder was auch immer für ein Haustier ihr habt, könnt ihr das Spielzeug benutzen. So, jetzt kann ich es werfen. Zack. So, die Katze hin. Ja, streicheln. Und dann haben wir den Titel bekommen, unzertrennlich. Aber die Maus ist jetzt weg. Das Spielzeug ist weg. Ist es hier drin? Nein. Habe ich nicht mehr. Das kannst du nur einmal verwenden. Das ist schon krass. Okay, ich muss jetzt was gießen. Es wird nämlich schon echt spät. So, komm, mal auffüllen. Das ist echt Hammer, finde ich. Das ist echt, also einmal. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Aber das machst du nicht oft. Vielleicht gibt es auch Spielzeug, das bleibt. Das weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Halt. Jetzt einmal alles gießen, ey. Mann. In 6 Tagen gibt es dann die erste Ernte. Naja, gut. Ja, doch. 6 Tagen müsste es ja soweit sein. Ich werde mal den Muschelkram essen. Naja, bringt nicht viel. Aber besser wie Jornisch. Das ist besser wie Jornisch. Na, wenn ich Schnutzler nur eine Gießkanne in die Hand geben könnte. In die Hand, in die Pfote. Ich bin ein wenig müde. Das ist nicht so gut, dass du ein wenig müde bist. Wir haben nämlich noch ganz schön viel zu gießen, mein Freund. Hätte ich jetzt ein besseres Haus, könnte ich diese Dusche nutzen. Das würde natürlich auch noch ganz gut gehen. Ach, schon wieder alle. Ich fürchte, dass ich nicht alles gegossen bekomme. Oh, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich habe es auch völlig übertrieben, ne? Ich schaue nochmal nach den Muscheln. Vielleicht finde ich noch ein paar Muscheln. Kann ich die noch wegsnacken? Ja. Okay, weiter geht's. Eine Goldgießkanne wäre so gut jetzt. Aber nö.
Fällt aus, weil ist nicht. Weil der Captain sein ganzes Geld in Tomatensaaten gesteckt hat. Ja, ich weiß, du fällst gleich um. Ich mach mal ein bisschen Gang hier. Ja, alle. Ja, das war's auch schon. Vergiss alle. Gerade mal die Hälfte gegossen, wenn überhaupt. So, nochmal traue ich mich nicht, weil das hat Tag rum. Ich muss zusehen, dass ich auch was zu essen kriege. Habe ich eigentlich hier noch irgendwas? Habe ich nicht noch irgendwas zum Essen? Kühlschrank? Das kann sein. Hier ist zumindest was zum Trinken. Den Apfelsaft, den werde ich mal probieren. Das kannst du ja nicht essen. Guck mal, was der bringt. Essen. Oh, immerhin. Apfelsaft ist nicht schlecht. Vielleicht hätte ich mir mal richtig viele Apfelbäume hinstellen sollen. Okay. Ja, nützt nichts. Lass mal gucken. Muschelstehner. Dann mache ich da noch ein bisschen Essen von. Und versuche dann den Rest noch zu gießen. Das ist echt Hammer. Das ist so. Ich werd jetzt... Ich kann die ganze Saison hier nur gießen. Wir werden nur gießen. Voll anders. Hallo. Oh, da können die mal an den Strand gehen hier. Ja, zweimal kann ich jetzt auch was herstellen. Total super. Gut, ein Spiegelei kann ich noch machen. Aber das sättigt ja eh, sodass ich dann gar nichts mehr machen kann. Okay, lass mal gucken. Hier nichts. Da, ja, die Muschelsuppe. Einmal. Habe ich die zwei gesammelt? Dam, 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 dam. Das ist ja toll. Nee, doch nochmal, genau. Gut. Noch einmal. Spiegelei, ja. Jetzt bin ich so viel. Ich könnte natürlich kurz ins Bad, aber ich glaube, das bringt ein Herz. Das ist nicht viel. Hat das auch schon recht spät. Ich glaube, er hat eine bestimmte Zeit. Jetzt kann ich das auch gar nicht mehr machen. Da ist er eh vorbei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich hier was machen? Nein, kann er nicht. Kann er nicht, kann er nicht. Okay. Habe ich nicht noch was im Kühlschrank drin? Irgendwas Fertiges? Ein bisschen Salz essen? Das ist gut. Wo ist noch ganz Zeug? Hier. Mal einen Honig so essen? Ne, leider nicht. Ja, wenn ich jetzt das Ei esse, dann ist vorbei. Bringt aber ganz ordentlich was. Das könnte reichen. So, mal ganz schnell dahin. Los, Schnurzeller, komm. Wir müssen den Rest noch gießen. Das wird knapp. Ich wollte eher ins Bett. Das wird wirklich hart. Morgen früh, am besten gleich morgen früh raus gießen. Ich bin so gespannt auf die erste Ernte, ne? Wie viel Geld ich dafür kriege. Jetzt gieße ich hier völlig schief. Na komm, mach so. Das könnte was werden jetzt. Das könnte was werden. Sprinkler. Ich könnte auch massenhaft Sprinkler herstellen. Das könnte dann... Oder zumindest... Ja. Gut, da muss ich manche wieder wegkloppen. Aber das könnte es retten, ne? Muss noch mal gucken, was ich für Sprinkler brauche. Eisen auf jeden Fall, das weiß ich. Meine Maschinen vielleicht nur Eisen machen lassen. Eine Pflanze immer rauskloppen. Und dann würde ich ja Tag für Tag immer... Immer mehr Energie sparen. Oh, schon wieder alle. Aber es sieht gut aus. Ich könnte das wirklich schaffen. Aber ich komme wieder sehr spät ins Bett. Ja, komm. Na, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Also wenn die Sattanzeige nochmal weggeht, das wäre gut.
Kann ich noch ein Ei essen? Aber ob er mit denen gefallen tut jetzt noch. Oh. Oder mal Regen, wäre auch toll. Wäre auch sehr dankbar für. Jetzt bin ich gleich im Eimer. Jetzt bin ich gleich im Eimer. Ah ja, okay. Ah, okay. Ja, den Rest habe ich nicht geschafft. Okay, das wird jetzt wieder einen Tag später fertig sein. Boah, das wird so. Ich muss Sprinkler machen. Ich muss Sprinkler machen. Dann hab natürlich jetzt die volle Energie nicht. Und dann wird es wieder für den Tag nicht reichen. Ah, verzeih, dass ich mir dir so früh am Morgen aufdränge, Casual. Ich bin hier, um dich über eines unserer Feste zu informieren. Bereits in 3 Tagen werden wir die... Ich habe keine Zeit in 3 Tagen, Junge. Alljährliche Pilzjagd veranstalten. Wie der Name schon sagt, frönen wir bei diesem Fest der Pilzsuche. Die Pilze sind dabei nur aus Plastik, aber das Fest ist trotzdem äußerst vergnüglich. Wirst du auch teilnehmen, Casual? Jojo. Nun denn, ich freue mich schon darauf, dich in 3 Tagen zu sehen. Junge, in 3 Tagen, da gieße ich gerne da Pflanzen. Okay, raus. Raus. Bitte, lieber Gott, lass es regnen. Ja, streichelwütig. Es regnet natürlich nicht. Okay, ja, hier ist ja alles in Ordnung. Ich muss da schnell hin und dann schaue ich mal, wie viel Dings ich machen kann. Wie viel Sprinkler ich jetzt machen kann. Anders wird das nichts werden. Ja, teilweise sind hier... Hier nicht, genau. Das sind dann die Sachen, die ich später dann erst gießen konnte. Ich bin völlig durch. Gut, lass mal schauen. Was habe ich denn? Natürlich habe ich nur Gold drin. Die sind noch nicht fertig. Oh, nicht wirklich, oder? Ich habe 13. Dafür kriege ich nicht viel. Das weiß ich jetzt schon. So, komm. Abbauen. Das mitnehmen. Dann muss ich da Eisen reinpacken. Ich brauche Eisen. Ganz, ganz dringend. Da sind die. Ja, jetzt wäre cool, wenn ich da mehr von hätte. Okay. Dann holen wir hier mal Eisen raus. Geht ja hoffentlich auch schneller. Das wäre natürlich cool. Jo, was brauche ich für Sprinkler? Silber noch, okay. Warte mal, zack, zack. 2. Ganze 2 Stück kann ich dafür bauen. Wow. Naja, besser wie auch nicht. So, komm her hier. Zack, Hämmer brauche ich. Packen wir den einen hier hin. Ja, tut mir wirklich leid, aber es muss sein. So, dann würde er das Feld, dann muss der nächste hier rein, ne? Ja. Schade, heute machen die nichts mehr. Also ich kann gleich mal so ein Ding essen hier. Okay. Dann fange ich mal wieder von vorne an. Das ist wunderbar. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ja, zumindest kann ich jetzt noch schnell was essen. Oder vielleicht zeitig ins Restaurant gehen. Da was essen. In den Imbiss oder wie das Ding heißt da. Ja, alle. Alle. Das war ein großer Fehler, das hier zu machen. Aber gut, ich muss da jetzt durch. Ich muss da jetzt durch. Über 300 Pflanzen, ey. Mann, Mann, Mann. Dumm, dumm.
könnte hier alle paar Meter einen Brunnen heim hinstellen. Das wäre ganz praktisch. Und wenn ich was Vernünftiges zu essen hätte, dann würde es ja noch gehen. So. Oh. 40 Liter ist nichts, ne? Ich kann noch mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann, also, weil, dass ich dann den Goldhammer kriege. Der wird vielleicht auch noch Abhilfe schaffen. Bin ich gleich wieder fertig. Naja, na, ein bisschen dauert schon noch, aber. Wobei ich diesmal schon echt viel geschafft habe. Ich weiß gar nicht, was ich gestern gemacht habe. Warum das so wenig war? Hatte ich schon so wenig Energie? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, gleich ist das Essen-Ding auch weg. Dann könnte ich wieder was schnabulieren, das ist gut. Das ist schön. Alle. Ja, du fährst gleich um, ich weiß. So, ich werde jetzt einmal kurz zum Essen gehen. Bin mal gespannt, was das kostet. Aber es nützt ja nichts. Dum, dum, dum. Sogar. Da muss ich mal in die Maschine schmeißen eigentlich. Habe ich die schon? Ich glaube, das ist Mahldings, ne? Da kannst du sogar draus machen. Egal, komm. Dip, 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 dip. Haus von Markus. Da gehen jetzt alle rein, oder was? Scheint so. Für den Plausch habe ich leider gerade gar keine Zeit. Ich würde gerne ganz kurz was essen. Ah, Zeit einnehmen. Schön Käsekuchen, komm. Mmh. Oh, lecker. Könnte ich jetzt auch. Die würde ich jetzt auch gerne. Okay, brauchst du noch etwas? Was kosten die eigentlich? Ich habe gar nicht drauf geguckt. Schön Salat noch, der bringt ja nichts. Oh, das war teuer. Noch einen schönen Ahornmuffin. Hm. Oben drauf gleich noch ein Spiegelei zum Abschluss. Oh Mann, ey. Nee, nix, komm, ich muss los. Dankeschön, ist voll nett von dir. So. Spiegelei schließt den Magen. Das sollte jetzt eigentlich reichen für den Tag. Ich habe echt keine Zeit mit euch zu reden. Tut mir echt leid. Würde ich gerne machen. Ich muss ganz schnell meinen Kram gießen. Dann auch zeitig ins Bett, damit ich die ganze Energie wieder kriege. Dann müsste ich eigentlich... Ich müsste eigentlich so vieles. Mehr Sprinkler bekommen. Dazu brauche ich dann aber Eisen. Und dann auch wieder Silber. Beides gleichzeitig am besten. Ich könnte natürlich mal gucken, ob ich noch von den Dingen welche herstellen kann. Obwohl, habe ich noch welche? Ne, ich hatte nur zwei gehabt. Bin nie mehr von gehabt. So, weiter geht's. Juhu. Kann ich wieder gießen. Hoffentlich reicht das jetzt. Wenn ich natürlich jedes Mal was essen muss, dann reicht, dann lohnt sich ja meine ganze Ernte hier nicht. Ich habe jetzt bestimmt im Wert von fast 1000 Münzen was gegessen. Oh, hier fehlt was. Ich ärgere mich auch gerade so ein bisschen, dass ich jetzt Tomaten genommen habe. Das heißt, irgendwelche Pflanzen, die danach immer weiter wachsen. Ich muss das dann immer weiter gießen.
Mann, ey. Hölle, Hölle, Hölle. So. Zack. Was hatte ich nochmal investiert? Ich glaube, es waren 96.000. Da müsste man am Ende der Saison wirklich mal gucken, hat sich das gelohnt? Hat sich das überhaupt gelohnt, dass ich mich hier gebunden habe an den Kram hier? Dass ich nur noch am Gießen bin und eigentlich zu gar nichts mehr anderem kommen. Na gut, mit der Zeit wird sich das entschärfen, je mehr Dings ich habe, Sprinkler. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich weiß auch echt nicht, ob ich euch das antun kann hier eine ganze Saison. Wir haben gerade mal Tag 5, das geht bis 28. Das kann ich eigentlich gar nicht machen. Oh. So. So. Ich könnte auch sagen, okay, das Gießen zeige ich nicht. Aber dann zeige ich ja eigentlich gar nichts mehr. Roter Beryl, den könnte ich mal verkaufen. Brauche nämlich Geld. Okay, ja gut, das lohnt jetzt nicht. Ich muss das ganze Zeug mal rausholen hier. Halt. Der Pulverfertiger. Da kommt der Zucker nicht rein. Wo kommt der Zucker eigentlich rein? Ah, hier. Ja. So, dann kann ich erstmal alles verteilen. Hier ist nichts. Da kommt erstmal alles. Ja, gut. Packen wir es einmal zurück. Hm. Futter, das behalte ich erstmal. Ach doch, Holz habe ich ja doch. So, nee, das kommt hier alles gar nicht rein. Das kommt da rein. Und das und das erstmal. Ja. So gegossen ist jetzt alles. Ja. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich die Dings verkaufe. Die zwei Edelsteine, die ich habe. Hoffe, dass das so viel bringt, dass ich auf 20... Naja, so viel wird es nicht bringen. Das sind keine Diamantenketten. Ja gut, wenn jetzt jeder... wird nicht jeder 3000 bringen. Mal gucken. 500. 1000. Bam. Ich muss verkaufen. Ich brauche die goldene Gießkanne. Ich glaube, die kann das Ganze schon ein bisschen entschärfen. Ich hoffe ja halt, dass du weniger Energie brauchst, obwohl du mehr gießen kannst. Jetzt muss ich mal schauen, was ich auf die Schnelle verkaufen kann. Was kann ich zu Geld machen? Habe ich da was? Ich glaube nicht. So ad hoc. Das, was sich groß lohnt. Ah, ich könnte die Sachen, ne? Aber das wäre auch Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Die ganzen Fertiger, die ich zu viel habe, die bringen nicht viel. Die Farben wird nicht viel bringen. Die Kisten, das wird alles nicht viel bringen. Will ich nichts, was groß was bringt, ne? Die Zäune, ja. Da wirst du keine Kohle mitmachen. Da wirst du keine Kohle machen. Die ganzen Wege. Halt. Da packst du mal weg. Habe ich noch einen Diamanten? Der würde Geld bringen, aber jetzt ist das Ding ja gerade. Oh. Ist das Ding ja noch beschäftigt? Wo ist denn das eigentlich? Wo ist denn das Edelsteinding? Ach, da oben. Ja, der tuckert da so lang ein bisschen vor sich hin. Was wird denn so ein Erzding eigentlich kosten? Brauchst du nur das normale Holz? Ich würde da jetzt eigentlich ganz gerade mal gerne ein bisschen mehr herstellen. Von, weil, damit ich dann auch gleichzeitig... Holz. Damit ich dann auch mehr Dings herstellen kann. Also gleichzeitig Eisen und Silber.
Ja, komm, ich habe so viel Zeug. Ich brauche halt Sprinkler, sonst ist die ganze Saison ist im Eimer. Ein noch. Okay. Okay, machen wir eine kleine Sonderfläche jetzt mit den Dingern hier. Suche ich mir mal ein Plätzchen, wo ich die hinstellen kann. Dahin. Dahin. Es ist schon wieder spät. Das geht. Alles ein bisschen schief irgendwie gerade. Aber ist völlig... Ach so, weil der eine zu weit nach hinten gesetzt wurde. Okay. Naja, egal. Okay, also, wir brauchen Silber. Da habe ich zum Glück genug. Also, der macht jetzt gerade Eisen. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 4 und 4. So, du... Auch Eisen... auch Eisen. So, und ab hier machen wir Silber. Damit wir zur Potte kommen. So, okay. Ja, das Ding muss jetzt fertig werden. Oder die müssen jetzt fertig werden. Dann kann ich mehr Sprenkler setzen. Mehr Sprenkler heißt, ich muss weniger gießen. Ich muss weniger gießen, heißt, ich spare Energie. Und ich muss jetzt schon ins Bett am besten. Damit ich volle Energie habe für morgen fürs Gießen. Ja, da habe ich mir ganz schön was eingebrockt. Schön, schön. Aber ich hoffe auf sehr viel Geld. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ich müsste eigentlich mehr Sprenkler herstellen, gerade für das Fest, das in 3 Tagen ist, damit ich auch daran teilnehmen kann. Ansonsten bin ich nur mit Gießen beschäftigt. Das war es erstmal für diese Folge. Nächste Folge werden wir viel gießen. Ich glaube, das überrascht euch jetzt wahrscheinlich, aber ich hoffe, ich habe auch mehr Sprinkler. Ja, es nützt nichts, müssen wir leider machen. Ich hoffe, ihr guckt trotzdem zu, würde mich sehr darüber freuen und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao. So, jetzt aber schnell rein, ab ins Bett.